Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ocarina of Time Randomizer. Beim letzten Mal haben wir endlich die Hymne der Zeit gefunden und können jetzt den Feuertempel abschließen. Nachdem wir schon mal komplett, nicht komplett, aber zu einem sehr guten Teil zu diesen, durch diesen Dungeon hier durchgelatscht sind, um dann festzustellen, dass unser kleiner Schlüssel fehlt, weil wir an die Skulptur hier vorne nicht rankamen. Also arbeiten wir uns jetzt mal durch den Tempel durch, denn den müssen wir schließlich abschließen. Von daher macht es ja Sinn, hier mal eben durchzurennen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht auf dem Weg irgendwo mal den Spiegelschild finden und uns ab dann um gar nicht mehr wirklich viel kümmern müssen in dem gesamten Seed. Na, schauen wir mal, was der Feuertempel noch so für uns zu bieten hat. Erstmal haben wir da einen Raubschleim, der uns nicht in Ruhe lassen will. Ach, ich hasse Raubschleime, vor allem wenn sie direkt da in der Gegend rumhängen. Ja, oh mein Gott, das ist ein Schlüssel, wer hätte das nur gedacht? Es muss ja auch ein Schlüssel sein. Oh, das waren schön viele Rubine. Und da sind wir auch tatsächlich endlich bei 999 Rubinen angekommen. Erfolgreich die komplette Geldbörse vollgemacht jetzt. Hat doch auch was. Dass wir mal so weit sind. So, dann müssen wir uns jetzt nur noch bis an die Tür vorarbeiten, die aktuell noch zugeschlossen ist. Leider ist sie halb durch den Dungeon durch und wir haben Pharaohs Wind leider nicht finden können bislang, sodass wir gar keine Abkürzung hier hätten reinsetzen können. Was insgesamt ganz praktisch gewesen wäre. Aber na gut. Wir kommen auch so schon irgendwie durch. Na, gib mir mal das Herz, kann nicht schaden. Haben von den komischen Bodenplatten doch ein bisschen Schaden genommen, gerade eben. So versucht haben, die Skulptur zu sammeln und dem Raubschleim auszuweichen, was nur so minder gut funktioniert hat, ne? So, dann Aufzug nehmen. Wir konnten ja leider die Abkürzung auch noch nicht öffnen. Das heißt, wir müssen uns hier nochmal komplett nach oben rum arbeiten. So, einmal hier rauf. Dann darauf. Hier rüber springen. So. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir uns erstmal zu der verschlossenen Tür wieder nach vorne arbeiten. Wäre ja auch zu einfach, wenn man irgendwie schnell durch diesen Dungeon durchkäme. Blöder Feuertempel. Von hier aus kann ich den Schalter, glaube ich, mit dem Enterhaken nicht treffen. Von daher müssen wir nochmal hier vorne hin. Blöde automatische Kameradrehung. Wollte nicht darunter springen, überraschenderweise. Ich weiß, großes Wunder, dass ich da nicht runterspringen wollte. Okay, nochmal. So, jetzt dreht sich die Kamera nach da oben und jetzt dreht sich wieder zurück. Alles nur, weil immer alles dramatisch aussehen muss. So, geht doch. Schon blöd, wenn man immer noch keine Bombentasche hat, ne? Die würde ich inzwischen echt gerne mal finden. Bombentasche wäre nicht schlecht. Immer nur alles mit Bombenschuss machen zu müssen, was mit explosiven Sachen zu tun hat, ist irgendwie ein bisschen störend. Wäre insgesamt gar nicht schlecht, wenn wir mal eine Bombentasche finden würden. So, dann hier rauf. Durch die wunderschöne Tür. Und dann dürfen wir uns jetzt durch diesen schönen Raum durcharbeiten. Brauchen erstmal wieder einen Schlüssel, um da oben durchzukommen. Das heißt, den Schlüssel müssen wir erstmal wieder suchen. Wird hoffentlich nicht so schwer, den zu finden. Och, ich nehme das Herz mal mit. Kann ja nicht schaden. Wir haben ja doch ein bisschen was an Schaden genommen.
So, dann. Da haben wir jetzt hier unten die Abkürzung. Okay. So. Also die Abkürzung, die wir öffnen können. Wo wir dann eine wunderschöne Schatztruhe finden. So, schauen wir mal, was ist hier Hübsches drin. Es ist ein kleiner Schlüssel. Okay, das heißt, unser Weg nach vorne ist schon mal offen. Dann können wir jetzt da vorne den nächsten Goron noch befreien, hier auf der Etage. Und dann können wir mal Pierre rufen. Das, was hier immer noch auf dem Tracker als gelb angezeigt wird. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, warum. Aber ich bin mir sicher, es gibt noch irgendeinen Grund, warum das alles nicht so einfach da oben wird, wie ich denke. Der mir gerade einfach nur nicht einfällt. Irgendwas wird es da schon noch geben. Jetzt muss ich erstmal da vorne rüber. Das hat nicht so gut funktioniert, weil Lang komplett schief gesprungen ist. So wie ich das nicht wollte. Also müssen wir nochmal den ganzen Weg außen rumlaufen. Dann nehmen wir mal die drei Herzen hier mit. Wenn wir schon dran vorbeilaufen. Schon wieder. Die Abkürzung hilft uns leider nicht, wieder nach oben zu kommen. Das wäre noch schön. Wenn es irgendwie allgemeine Abkürzungen wieder nach da oben gäbe. Falls er mal da runterfällt. Aber wozu, ne? Man hätte lieber diesen wunderbar ewig lang dauernden Raum mehrfach machen. Blöde Bubbles. So, dann haben wir hier rauf. Dann können wir jetzt eigentlich auch direkt zu Pierre nach oben. Wenn wir sowieso einmal direkt hier vorne stehen. Also einmal das hier und einmal das hier. So, Pierre. Einmal an deinen Hut möchte ich dran. Und dann drehen wir einmal um und wollen da vorne ran. So, dann haben wir da oben nämlich drei Items. Die zwei Skutulas und die eine Schatztruhe. Wie gesagt, noch sagt mir, das ist alles gelb. Ich bin mir nicht sicher, warum alles hier drin gelb ist. Ja, irgendeinen Grund werden wir schon noch finden, warum das hier angeblich alles irgendwie nur durch Glitches erreichbar ist. Denn es ist definitiv kein Glitch, hier ranzukommen. Und hier haben wir erstmal noch einen weiteren kleinen Schlüssel gefunden. Okay. Auch die andere Skulptur und auch die Schatzruhe sollten eigentlich kein Problem werden. Deshalb bin ich mir nicht sicher, warum die auf dem Tracker als gelb angezeigt werden. Aber okay. Jetzt holen wir uns erstmal die zweite Skulptur. Sobald wir sie denn treffen. Und die hat einfach nur einen Bloopy gehabt. Okay. So, einmal das hier aktivieren. Und dann machen wir uns jetzt zu der Schatztruhe auf. Wir sind irgendwie sehr in Flammen gesetzt, aber wir haben den Bossschlüssel gefunden. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier rauf zu gehen. So, wir haben also jetzt damit alles Cthulhas in dem Dungeon geholt und wir haben den Bossschlüssel zusammen. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt den Dungeon abschließen, aber da wir noch verzweifelt nach dem Spiegelschild suchen, machen wir natürlich weiter in dem Dungeon. Da sage ich jetzt besser nichts zu, dass wir einfach komplett an der Plattform dran vorbeigesprungen sind. So dass ich jetzt hier nochmal hochklettern muss. Ich glaube, da enthalte ich mich besser. Weil ich davon halte. So, wir müssen jetzt hier nochmal durch den ganzen Raum durch. Hurra, hurra. So, jetzt springen wir nicht wieder dahin, wo uns der Schädel direkt ins Gesicht springt.
So, jetzt müssen wir nur noch zu dem Goron hinkommen und den befreien. Und dann müssen wir nochmal halb durch diesen Raum durch, um zu der verschlossenen Tür hinzukommen. Also, alles gut. Komm, du hau mal ab. So, genau so wollte ich den Sprung beim ersten Mal auch schon machen. Hätte ich mir einiges an Zeit sparen können. Oh, der Goron da hinten freut sich, dass er jetzt gleich rausgelassen wird. Na, jetzt müssen wir nur noch zu dem Goron hinten hinlaufen. Wir sind heute aber aufmerksam, die komischen Schneckenviecher. Die sehen mich immer schon, bevor ich sie erledige. So ungewöhnlich. Und hier haben wir die Karte gefunden, ne? Das hat sich ja gelohnt. Mann, Mann, Mann. Das ist aber gut, dass ich dafür hier extra hingekommen bin. Wie hätte ich nur ohne die Karte weitermachen können? So, dann können wir jetzt in die hintere Ecke vom Feuertempel. In die tiefen, tiefen hintersten Ecken. Die keiner wirklich rein will, weil sie so verdammt viel Zeit kosten. Hier komplett bis aller hinten in die Ecke hin zu latschen. Aber gut. Wir versuchen ja noch verzweifelt nach dem Spiegelschild. Und der kann so ziemlich überall sein. Das ist das große Problem. Also eins von diesen Items, das selber nur sehr wenig blockt. Und entsprechend, ja, wie gesagt, so ziemlich überall sein kann. Ja, stimmt, wir haben keine Schwebestiefel aktuell. Das heißt, da können wir nicht einfach so hinspringen. Wir können aber hier vorne rein. Und in diese Kiste schauen. Und hier finden wir den nächsten kleinen Schlüssel. Yay, den einen überflüssigen, glaube ich. Ich meine, wir hätten sonst alle schon. Hallo, Felsen. So, ich habe gehört, man kann hier irgendwie einfach drüber backwalken. Muss wahrscheinlich nur den richtigen, ouch, Winkel für kennen. Ich habe gehört, man kann hier theoretisch einfach drüber backwalken, aber ich weiß nicht wie. Schade. Ich weiß nicht, ob wir mal ausprobiert haben. Das sah so einfach aus, als ich das einmal gesehen habe. Aber das ist dann das große Problem, wenn die Leute, die wissen, wie Tricks funktionieren, die machen, das sieht immer ziemlich einfach aus. Sollte man vielleicht nicht allzu viel drauf geben, in dem Fall. Also laufen wir den langen Weg außenrum. Diese Fledermaus hat dann irgendwann die Lust verloren, mich zu jagen. Soll mir auch recht sein. Wir müssen hier lang, ne? Jawohl. So selten, dass ich mit, dass ich in diesen Dungeon reinkomme, ohne die, Schwebestiefel zu haben. Meistens habe ich die und dann kann ich, das Labyrinth da vorne einfach komplett skippen. Stand nicht zu nah an der Stelle drin, wo das Ding gleich spawnt. Ich weiß, man kann ihn einfach von hier unten runter spawnen. Ich wollte schon sagen. Ich weiß auch, dass das funktioniert. Ich weiß, ich muss nicht extra neben dem Block stehen, um den wegzuteleportieren. Im Vanilla-Spiel bringt es einem ja auch nichts, den von da unten aus zu aktivieren. Den komischen Zeitblock, da man bis dahin den Stahlhammer eh noch nicht hat. Okay, das ist einfach nur eine weitere Skulptur. Keine Ahnung, ob wir wirklich bei 31 sind oder ob ich irgendwann mal eine nicht mitgezählt habe. Ist ja auch egal, wir wissen ja, dass die Skulpturen nichts mehr sind. Dann einmal hier durch. Dann können wir mal hier noch so ein paar Herzen mitnehmen. Kann ja auch nicht schaden. Ich glaube, hier sind normalerweise auch noch Bomben drin, aber wir haben ja immer noch keine Bombentasche gefunden. Von daher sind hier auch keine Bomben drin. Es ist schön, dass der Stahlhammer die Tür kaputt macht, aber nicht die Wand hinter der Tür. Und das war jetzt so auch nicht geplant. Okay, gib mir mal auch meinen Stahlhammer mit raus.
Das hat ordentlich Bombenschuss verschwendet, aber jetzt ist die Tür offen. So. Nächster Feuertänzer. Treffer Nummer 1. Und Treffer Nummer 2. So, und in welche Ecke springst du jetzt? Jetzt, da du grün bist. Wieder da vorne hin. Oh, erledigt. Oh, dann nehmen wir den Aufzug doch schon mal, während die Kerze hinläuft. Oh, dann hoffen wir doch einfach mal, dass hier hinten in der Hammerkiste auch tatsächlich irgendwas Sinnvolles drin ist und wir nicht einfach nur unsere Zeit damit verschwendet haben, hier in ihn zu laufen. Ich gehe fest davon aus, dass es reine Zeitverschwendung sein wird, aber man kann ja hoffen. Hoffnung stirbt zuletzt. Bekanntlich. Okay, von hier aus kann ich den Schalter gar nicht treffen. Da muss ich dann näher ran. Da haben wir ihn. So, jetzt dreht sich die Kamera erstmal wieder doppelt. Und dann können wir uns jetzt zur Stahlhammerkiste durcharbeiten. So, hoffentlich ist da auch tatsächlich was Sinnvolles drin. Wir sind nicht für nichts und wieder nichts bis ganz hinten in die Ecke gelatscht. Wir können auf jeden Fall, nachdem wir die Stahlhammerkiste eingesammelt haben, können wir save and quitten, um zum Bossraum zu kommen. In der Theorie. Weil ich glaube, wir können hier auch einfach in der Mitte runterspringen und das geht genauso schnell. Wow, es war ein Herz. Auch das hat sich ja mal wieder richtig gelohnt. Katzack. So, dann können wir jetzt hier raus. Und dann können wir von hier aus auch zum Bossraum. Es geht, glaube ich, sogar schneller als zu Save and Quitten. Ja, zack. Brav gelandet. Und dann können wir jetzt mal wieder Volvagia verprügeln gehen. Haken wir einfach schon mal ab, dass wir das auch gemacht haben. So. Dann schauen wir doch mal, was das hässliche Vieh zu bieten hat. Wütend ist er auf jeden Fall. Aber das ist ja nichts Neues. So, da wir ja leider kein Bicoron-Schwert haben, wird der Kampf ein bisschen länger dauern, als man das vielleicht so gewohnt ist. Ja, meistens komme ich ja auch mit dem Bicoron-Schwert inzwischen rein, gefühlt. Ah, schade, nur ein Pfeiltreffer. Ja, und schauen wir mal, wo er jetzt wieder auftaucht. Da vorne. Eine Sprungattacke. Und jetzt geht er fliegen. Na, jetzt hängt er sich an der Decke, also hängen wir uns an der Wand. Hängen wir hier mal eine Runde ab, bis die Steine aufgehört haben zu fallen. Die spannendste aller Bossphasen. An der Wand hängen, bis die Bossphase zu Ende ist. Autsch. Da hat er mich mit seinem Haar getroffen. Okay, er geht nochmal fliegen. Hat diesmal wieder nicht zum Steine schmeißen. Sondern einfach nur, um ins nächste Loch abzutauchen. Und auch die Pfeiltreffer waren immer noch nicht genug. Also 1, 2... 3, 4. Da vorne kommt er. Und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Jawohl. Puh. Hauptsache, wir haben es vermieden, zweimal in die Phase zu kommen, wo er Steine runterschmeißt. Die dauert immer so lange und ist so unattraktiv, da einfach nur an der Seite runter zu hängen und zu warten.
Aber jetzt, da wir im Feuertempel so ziemlich gar nichts gefunden haben, wir mussten hier rein und ihn abschließen, aber trotzdem haben wir irgendwie so ziemlich nichts drin gefunden. Ja, ein Herzteil. Nur jetzt müssen wir wieder vollgeheilt. Gehen wir als nächstes. Wo gehen wir als nächstes am besten hin? Na, Kakariko runter? Die drei Checks da mal eben machen. Ja, wir haben das Schattenmedaillon gekriegt. Bringt uns gerade sowieso recht wenig, das Teil. Und wir haben leider immer noch keine Möglichkeit, nach Kakariko runter teleportieren, weil wir die Nocturne nicht gefunden haben. Also müssen wir laufen. Na, ich habe auch, da wir als Kind noch keine Ocarina hatten, hier die Bohnen nicht gepflanzt. Das heißt, wir kommen hier an das Herzteil mitten im Krater noch nicht ran. Also Sachen, die wir vielleicht auch mal machen sollten, mal wieder klein werden und mehr Bohnen kaufen und tatsächlich Bohnen einpflanzen und so ein Kram. Mal die beiden Flaschen kaufen, von denen wir wissen, dass wir sie kaufen können. Wäre vielleicht auch nochmal nicht schlecht. Wenn wir die Eishöhle und Jabu in der Theorie öffnen können. Ach, jetzt machen wir uns, wie gesagt, erstmal, glaube ich, runter nach Kakariko. Machen wir eben die paar Checks da und dann können wir nochmal den Wassertempel machen? Mit den Anzahl an Herzen sollte ich normalerweise in der Lage sein, den kompletten Wassertempel zu machen. Nicht in Logik, weil uns die Zoa-Rüstung dafür definitiv noch fehlt. Aber grundsätzlich sollte ich eigentlich in der Lage sein, den ganzen Tempel zu machen. Ja, nur da ganz unten im Untergrund die eine Kiste ganz im Keller, die tatsächlich irgendwie ein Problem darstellt von der Zeit her. Wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich die hinkriege oder nicht. Aber ansonsten sollte das eigentlich machbar sein. Na, schauen wir mal. Jetzt reden wir erstmal mit dem Guru hier drin und schauen mal, was der uns gibt. Jetzt, da wir endlich mal eine Ocarina haben und so. Ja, ich habe eine Ocarina. Wahnsinn, ne? Dann haben wir Hymne des Sturms gecheckt. Du, 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 bididl, didl, du. Und dafür kriegen wir mehr Magie. Okay. Jetzt nicht super nützlich, aber ich meine, haben und nicht haben, ne? So, dann können wir jetzt ein bisschen in den Gräbern rumwühlen gehen. Haben da jetzt sogar noch drei Checks. Ist ganz vergessen, dass wir ja die Hymne der Sonne auch haben, von daher das eine Grab auch checken können. Ist schon toll, so eine Ocarina zu haben und tatsächlich die ganzen Lieder zu benutzen, die es in dem Spiel gibt. Müsste das hier sein, ne? Jawohl. So. Hallo, Untoter. So. Geht doch. Erstmal wieder mit den ganzen Liedern und dem Controller klarkommen. Das klingt doof, aber wenn man für über einen Monat keine OT Randomizer mehr gespielt hat, dann wird das schon wieder kompliziert. Oh yay! Wir haben einen einzelnen Fall gefunden. Das ist ja super. Dann öffnen wir jetzt hier das königliche Grab und holen mal die zwei Checks da drin. Ja, danach gehen wir wahrscheinlich mal auf die Hylia-See-Tour. Würdest du bitte, danke, anvisieren? Kann ja nicht so schwer sein. So, der erledigt.
Und der erledigt und dann machen wir uns das einfacher, als es mit zwei Feuerpfeilen zu machen. Zack, einmal Dins Feuer. Haken wir einfach schon mal beides ab, was hier unten drin ist. Hymne der Sonne gecheckt. So, hier kriegen wir noch einzelne Pfeile. Wow, puh. Das ist ja super, wenn wir so viele Pfeile finden, die ich nicht brauche. So. Dann hüpfen wir einmal an den ganzen Untoten vorbei. Denen ist das ja relativ egal, da wir hier so rumhüpfen. Und dafür kriegen wir einen Bloopy. Okay. Dann schauen wir jetzt erstmal bei Ganons Schloss bei der großen Fee vorbei, da wir ja inzwischen die Goldhandschuhe haben. Und dann machen wir uns auf zum Hyliasee. Ja. Machen wir das so. Macht, glaube ich, Sinn. Na, wenn man schon die Goldhandschuhe hat, kann man sie ja auch benutzen. So. Dann mal wieder den ganzen Untoten hier vorbeilatschen, die uns nur Magie geben wollen. Brauchen wir aber im Moment nicht so richtig. Haben wir eigentlich genug. Vor allem, da wir gerade eben ja erst noch Doppelmagie gefunden haben. Dann haben wir hier durch den Torbogen durch. Skulltula können wir gepflegt ignorieren. Und dann können wir uns jetzt mal wieder die schöne, elendig lange Cutscene zum Entfernen dieser schwarzen Blöcke angucken. Ja, boah, da so beeindruckend. Die Goldhandschuhe, die man noch ganze dreimal im Spiel braucht. Na gut, wir wissen ja, wir brauchen sie, weil wir haben ja einen Hinweisstein gelesen, der uns gesagt hat, dass die Lichtprüfung in Ganons Schloss aktiv ist. Das heißt, wir haben sie auf jeden Fall gebraucht. Und wir mussten vor allem zwei Stärke-Upgrades kaufen. Yay, mehr Herzteile. Ach, dann werden wir jetzt mal Hyliasee-Zeugs machen. Den ganzen Kram da drin. Unser Drumrum. Erstmal vorne zum zum Labor rüber und zum Angeln rüber. So ungern ich angel. Machen wir das mal eben. Sind hier einmal da. Ich dachte, ich könnte vielleicht schon rollen. Sah mir so aus, als seien wir schon sehr nah am am Ufer. Waren aber scheinbar noch nicht nah genug. Ach, dann rufen wir uns mal wieder Pierre vorbei. Ah, Pierre. Dann brauchen wir unseren Hookshot dafür. Hookshot. Zack. Hallo Pierre, wie geht's? Wir gehen jetzt mal wieder eine Runde angeln. Angeln? Ja, oh nein, ich musste ganze 20 Rubine dafür bezahlen. Ist ja unfassbar. Ach, komm, beiß an. Bitte beiß einfach an. Gott, ich hasse das Fischen-Minispiel. Ich hasse es. Dieses gesamte Minispiel. War klar, dass das jetzt 8 Kilometer von mir entfernt dann plötzlich anbeißt. Na komm, du blöder, hässlicher Mistfisch. Komm her. Hör auf, dich zu wehren und komm einfach in meine Tasche.
Oh my god! Das sind 10 Pfund! Oh my god! Hey, wie geht's? Wow, 10 Pfund! Wow, Pfeile! Die habe ich heute auch noch gar nicht gefunden. Na, ich würde gerne aufhören zu fischen. Yay, doch. So viele nützliche Sachen gefunden wie Pfeile. Einfach günstiger als die Pfeile zu kaufen, aber ich habe halt auch mehr als genug gehabt, von daher nicht so richtig nützlich. Ach, dann jetzt mal auf ins Labor. Gehen wir wieder eine Runde glitschen. Tun wir so selten. So, also einmal die Eisenstiefel bitte. Platsch, einmal komplett hier runter. Ja. Ja, zieh diese dämlichen Stiefel aus, du kannst unter Wasser nicht atmen. Weiß ich doch. Ich wollte doch nur mal eben das Spiel ein bisschen ausglitschen, Navi. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch die paar Glitches machen, die ich kann. Yay, 20 Rubine. Doch sowas Nützliches, so Tolles und überhaupt. Ach, dann rufen wir uns wieder Pierre vorbei. Sup, wie geht's? So, dann kommt jetzt gleich wieder der hässliche Vogel runtergeflogen. Kenne ich doch das Problem. Ja, und dann können wir jetzt zu dem Herzal hochklettern. Und dann können wir mal in den Wassertempel runter. Hier haben wir erstmal ein ganzes Herz Heilung. Es hat viel geholfen, das Herz Heilung, wie man sieht. So, dann Eisenstiefel an. Und dann gehen wir mal fröhlich den Wassertempel erkunden. Okay, wir haben jeweils eine Minute 20, wenn wir so geheilt sind. Wenn wir voll geheilt sind, kriegen wir, glaube ich, nochmal weitere 8 Sekunden oder so. Wie gesagt, mit dem ganz untersten Keller könnte es ein bisschen eng werden, zeitlich. Vor allem, weil ich keine Fee dabei habe. Weil ich keine Flaschen bis jetzt gekauft habe. So, dann hau ich mir die ganzen Sachen mal in meinen Tracker rein. So. Wassertempel. Wassertempel musste gerade mal kurz überlegen, ob er denn laden will oder nicht. Scheinbar. Ihr sollt vielleicht erstmal zu der Kartenkiste rüber. Und so die Dinge, die man dann schnell mal wieder vergisst, wenn man lange nicht mehr hier drin war. Wo wollte ich noch gleich als erstes hin? Erstmal will ich hier hinten rüber. Blöcke zur Seite schieben und so. Für später. Dinge, die man schon mal vergisst. So. Und 3 und 4 und 5 und 6. Wunderbar. Ach ja, Stiefel ausziehen und so. Ansonsten kann Lang sich aus irgendeinem Grund an diese Ecke hier nicht festhalten. An manchen kann das, an manchen nicht. Ist ein bisschen komisch. Oh, dann eine Etage weiter nach unten. So, Minute 20. Um an den komischen fliegenden Fischen hier vorbeizukommen. Komm, geh kaputt. Danke. So, nächste bitte. So, erledigt. Möchte nicht unbedingt noch Schaden nehmen, weil das jedes Mal meine Zeit verringert, die ich unter Wasser bleiben kann.
Oh mein Gott, die Eisenstiefel, die sind so schwer. Ich kann damit kaum laufen. Kann aber rückwärts also damit machen. Selber Logik. So, hier finden wir erstmal die Karte. Yay. Ist ja fast Vanilla. Normalerweise findet man da, glaube ich, einen Kompass drin. So, dann können wir jetzt zur Gartenkiste durch, wo wir normalerweise Ruto treffen. So. Stiefel aus. Und dann treiben wir mal gemächlich nach oben. Können wir die beiden Kisten schon mal abhaken. Ach, dann. Holen wir unsere Bombschuss mal eben schnell raus. Eins, zwei, drei und vier. Wunderbar, die Tür ist offen. Autsch. Wenn die Wirbelattacken beim ersten Mal jeweils rauskommen würden, ne, dann wäre das auch besser gelaufen. Mit deutlich weniger Schaden und so. Komischen Eisenkugelgegner, die ständig Bomben fallen lassen, die wir immer noch nicht kriegen, weil wir keine Bombentasche haben. Okay, wir haben schon mal den Bossschlüssel. Jetzt überlege ich gerade, statt ganz normal durch den Dungeon zu gehen, erstmal jetzt einfach Morpher zu machen, damit ich nachher das Wasser nicht wieder nach oben stellen muss. Wäre gar keine schlechte Idee. So, dann erstmal wieder normalen Stiefel an. Damit wir hier vorne durchkommen. Und dann wieder unser Eisenstiefelchen an. Und dann brauche ich wieder unseren Longshot. So. Und hier kriegen wir einen Bloopy. Wow. Vermutlich sind es Bomben gewesen. Ja, wir machen jetzt, glaube ich, dass ich erstmal Morpher jetzt den Bossschlüssel einfach so gekriegt haben. Ja, dann müssen wir einmal weniger das Wasser wieder nach oben stellen. Wir waren da. Das heißt, hier müsste richtig sein, auf der Seite aus dem Wasser rauszukommen. Nö, war es nicht. Ach, blöde. Danke, Spinne, verpiss dich. So, dann einmal hier vorne rüber. Zack. Dann geben wir mal die Fee zum Vollheilen. So, dann erledigen wir schon mal Morpher. Außerdem habe ich die Kiste gerade eben geholt. Da haben noch keine Skulltula hier drin geholt, aber bislang mussten wir die an die auch noch nicht ran. Das machen wir erstmal. Herzlich willkommen im Bosskampf. Ach, dann verziehen wir uns hier hinten Richtung Ecke. Und warten mal brav darauf, dass er seine Wassertentakel in unsere Richtung streckt. So. Das war jetzt nicht so geplant. Ach. Da habe ich gedacht, da kommen wir einfach an dem vorbeigelaufen, aber nö. Wenn die Katze nicht so lange dauern würde, ne? Okay. Oh, Morpher, komm her. Ich habe gesagt, komm her. Hm, Mistviech. Okay, stellen wir uns hier hinten in die Ecke. Warten, dass er seinen Tentakel in unsere Richtung streckt. So. Ich weiß nicht, warum das so oft von vorne nicht funktioniert, durch den Tentakel durch. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass das nicht funktioniert. Aber du kommst mal bitte brav hier hinten in die Ecke. So,
erledigt. Das hat auch länger gedauert, als es musste. Aber so ist es dann schon mal, ne? So, blub, 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 blub. Ich finde es auch interessant, dass gerade eben, nachdem ich gesagt habe, ich habe den Dungeon hier abgeschlossen, die Feuerpfeile endlich grün geworden sind. Warum zum Teufel waren die vorher gelb? Ich habe doch einen Longshot und eine Ocarina. Ich kann doch... Na, egal. Bin gerade nicht ganz davon überzeugt, was der Tracker mir teilweise so mitteilt. So, jetzt haben wir hier erstmal eine kleine Schlüssel für den Dungeon. Okay. Gut, warum nicht? Bringt es nicht so richtig viel, aber so ist er dann schon mal, ne? Jo. Haben das Geistmedaillon gekriegt. Und dann kriegen wir hier einmal wieder einen vollen Wasserpegel. Und dass wir jetzt mal eben die Feuerpfeile checken können, bevor wir in den Dungeon zurückgehen. So. Ja, einmal eben schnell Feuerpfeile checken. Und dann können wir zurück in den Wassertempel runter und können den weiter überprüfen. So. Einmal rüberschwimmen. Ich dachte, wir hätten noch Pierre rufen können. Wir haben... egal. Wie auch immer. Hier kriegen wir jetzt erstmal... Puh, einzelne Dekostäbe. Yay. So nützliche Sachen. Gut, dann... Wie gesagt, auf zurück. In den Wassertempel. Schauen, ob wir da nicht noch irgendwas Sinnvolles finden. Bevor wir den jetzt einfach ignorieren und danach alle wichtigen Sachen drin sind. Man weiß ja nie. Na, jetzt haben wir schon deutlich weniger Zeit, weil wir viel mehr Schaden haben. Blöder Morpher. So, dann wieder unsere normalen Stiefel an. Dann schwingen wir uns gerade mal eben zu Morphers Tür nochmal rüber. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Hauptsächlich, weil es da kostenlose Feen gibt und ich gerne Fee hätte. Ja, heil dich mal bitte voll, Fee. Fee? Fee, du solltest nicht in die Boss-Tür reinfliegen. Fee, danke. So. Dann lassen wir erstmal das Wasser nach ganz unten. Von hier vorne. Und dann können wir mal anfangen, den Dungeon ganz normal zu erkunden. Normal in dem Sinne, dass wir da zusätzlich noch einen Timer dazu haben. 1:28 haben wir Zeit, okay? Wie gesagt, er könnte mit dem Keller schon ein bisschen eng werden, aber irgendwie kriege ich jetzt schon hin. Normalerweise sollte das auch machbar sein. Jetzt gehen wir erstmal das Wiegenliedchen spielen. Ganz wichtig. Hauptattraktion dieses Tempels. Wiegenlieder zu spielen. Und dann können wir erstmal direkt hier unter uns die Fackeln anzünden. Und in dem Raum mal unser nächstes Item holen, hoffentlich. Ja, wir müssen nur noch den Geisttempel abschließen können. Voraussichtlich. Das heißt, wir brauchen nur noch den Spiegelschild. Wir müssen halt nur irgendwo mal finden. Wir haben noch keine Hinweise darauf gelesen und ja, der kann halt so ziemlich überall sein, weil er halt eigentlich nur seinen eigenen Dungeon und Ganons Schloss irgendwie blockiert. Kann sonst nichts, was der Spiegelschild so macht in dem Spiel.
So, hier finden wir einen größeren Köcher. Okay. Maximale Köcheranzahl. Immer noch keine Bombentasche gefunden. Dann gehen wir jetzt erstmal hier unten in den Süden. In die eine Ecke, wo man normalerweise in den Randomizer Seeds gar nicht reinkommt, weil hier innen eine Skulptula ist. Und schau mal, was die Skulptula denn diesmal Schönes ist. Na, vielleicht ist dir was Nützliches. Wer weiß. So, dann habe ich jetzt keine Lust, gegen die hässliche Muschel zu kämpfen. Also ignorieren wir die einfach mal. So. Schalter an. Bin mir auch manchmal nicht 100% sicher, warum dieser Schalter überhaupt existiert. Man muss ihn sowieso aktivieren, um das Ding hier anzumachen. Ist eigentlich nur unnötige Zeitverschwendung. Das hat ja auch sonst keinerlei Auswirkungen auf den Tempel, der Schalter. Naja, whatever. Irgendwann werden sie sich dabei schon gedacht haben. Und das war tatsächlich einfach nur eine goldene Skulptura. Dann hat sich der Umweg hier runter ja auch mal wieder richtig gelohnt. Habe schon eine extra, eine Ecke, wo man nur dann hingeht, wenn man tatsächlich Token Sanity anhat. Und dann ist das nichts Sinnvolles. So, dann normale Stiefelchen an. Und dann können wir jetzt in die Mitte von dem Dungeon rein. Und von da aus dann entsprechend unten in den Untergrund. Oder will ich den Schlüssel aufbewahren? Na, wir checken sowieso alles. Schon okay. Ich sollte aber draußen noch die Kiste mit dem Drachenkopf überprüfen. Die könnte ich auch überprüfen, nachdem ich von Dark Link hinten an dem Fluss vorbeikommen. Der kommt ja auch hier hinten in dem Raum dann wieder raus, wo die Drachenkiste ist. Aber die machen wir mal eben jetzt, wo wir da sind. Statt es später zu machen. So, plopp. Und dann schiebe ich den wieder aus. Plopp. Ich finde es schön, dass der Timer hier unten erstmal für eine ganze Weile gar nicht angeht, weil man hier theoretisch auch mit dem mit der Goldschuppe runtertauchen kann. Und die Goldschuppe sich ja dann auch erst den Timer aktiviert, wenn man zu lange mit dem Ding an Stellen rumtaucht, wo man halt dann nicht mehr sein sollte. Bisschen, wenn man sich halt unter irgendwelchen Vorhängen festhängt mit der Goldschuppe, dann geht ja irgendwann mal der Timer an, weil er sagt, Moment mal. Du solltest eigentlich nicht hier unten sein. So, dann schwimmen wir einfach mitten durch das Gitter, weil es keine Hitbox hat. Und kriegen dann hier, in der Kiste, den Kompass. Yippie. Moment, ich hätte vielleicht den Schalter aktivieren sollen, bevor ich einfach hier runterspringen. Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? So, jetzt kann ich hier auch tatsächlich raus. Von daher keine schlechte Idee, so insgesamt den Schalter auch tatsächlich zu aktivieren. Damit man auch tatsächlich aus der Tür rauf wieder rauskommt. So. Und hier raus. Dann dürfen wir jetzt hier einmal die Spinne direkt neben uns mal kurz erledigen, weil die sonst nur nervt. Oder sie springt halt einfach den Abgrund runter, das ist auch in Ordnung. Muss ich mich nicht drum kümmern. Dann die Eisenstiefelchen an. Und dann können wir jetzt im Keller vorbeigucken.
Hier muss man tatsächlich den Longshot benutzen. Das ist die eine fiese Ecke, wo man nicht einfach auftauchen kann. Wie man es an fast allen Stellen im Dungeon kann. So, dann haben wir hier drin zum einen, wie gesagt, gleich die Kiste in dem Keller. Zum anderen haben wir hier noch die goldene Skutula drin, die hier an der Wand klebt da oben. Und die gibt uns eine Kleinschlüssel. Ja, die ganzen Kleinschlüssel müssen ja irgendwo sein. Uns fehlen ja noch 5. Ja, irgendwo müssen sie ja sein. Na, dann haken wir schon mal die Kellerkiste ab, die wir jetzt holen. Ich weiß, gewagt. Weil es die eine Kiste ist, bei der ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich gut drankomme oder nicht. Aber lange, ich wollte nicht, dass du da drauf kletterst. So, jetzt einfach mal am besten nicht auf den Spikes landen. Und dann tauchen wir mal ab. Gehen wir mal auf Tauchgang. Oh, der dämliche kleine Vorsprung da. Der ist nochmal eine Sekunde gekostet hat. So, jetzt müssen wir die ganzen Gegner erledigen und dann müssen wir noch auftauchen und das alles am besten, bevor uns die Zeit ausgeht. Lang, anvisieren, bitte. Dafür drücke ich den Z-Knopf. Hallo? Lang, anvisieren, bitte, danke. Kann nicht so schwer sein. Dafür habe ich doch einen Z-Knopf. Okay, nochmal, komm her. Öffne dich, danke. Geht doch. Ah, normale Schiechen an. Und dann brauchen wir vorher nur noch aufzutauchen, mal eben die Kiste noch mitzunehmen. So. Und hier haben wir den Claim-Check gefunden. Okay. Wir wissen, dass Begoron sowieso nichts Nützliches macht. Aber jetzt haben wir den Claim-Check. Also, immerhin, schätze ich. Wir müssen uns nicht weiterhin fragen, wo zum Teufel ist das Teil. Andererseits wissen wir, dass Begoron sowieso nichts Nützliches herstellt. Von daher war es eigentlich auch ziemlich egal, ob wir das Ding irgendwo mal finden oder nicht. Das ist auch eine nette Änderungen in einem Randomizer, die es irgendwann mal gab, die ich auch entsprechend eingestellt habe. Man kann sich inzwischen aussuchen, was die früheste und das späteste Item in dem ganzen Begoron-Quest ist, das man finden kann. Also man kann zum Beispiel, wie ich es eingestellt habe, einstellen, dass man auf jeden Fall den Claim-Check halt als einziges finden kann, den wir gerade eben gefunden haben, damit man die ganze Trading Sequence einfach sofort beenden kann. Wo zum Teufel bin ich? Auf welcher Höhe? Da. Okay. Ich habe diese Tür hier gesucht. So. Okay. Das ist offensichtlich irgendwie Pixel zu niedrig. Okay, dann halt nochmal. Denn uns fehlt definitiv ein kleiner Schlüssel, um irgendwo hinzukommen. Von daher müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier einen kleinen Schlüssel drin finden. Ansonsten kommen wir nämlich, glaube ich, tatsächlich an nichts ran. Für Dark Link und den Fluss unten brauchen wir 2 kleine Schlüssel. Für die Bosskiste hätten wir 2 kleine Schlüssel gebraucht. Ja, dann da bei Dark Link in der Ecke deutlich mehr Checks sind als hier, sollten wir wahrscheinlich dahin.
Andererseits kommen wir natürlich gar nicht an die Tür ran. Ich habe keine Eisenstiefel, um hier raufzukommen. Na, schauen wir mal. Auch da habe ich gesehen, dass es irgendwie funktioniert. Okay, dann machen wir mal ein Speicherino. Und machen halt erstmal die Bosskisten-Ecke hier unten. Wobei, da unten sind nur zwei Items, ne? Das heißt, selbst wenn wir da jetzt zwei kleine Schlüssel drin finden, bringt uns das nicht weiter. Ich schaue trotzdem erstmal hier unten vorbei. Die Schwebestiefel würden enorm helfen gerade. Aber ich hätte vielleicht einfach den einen Schlüssel für die Mitte nicht einsetzen sollen. Dann hätten wir jetzt genug. Weil da hier Schwebestiefel und ich habe, muss ich tatsächlich den Raum hier machen. Ich muss die ganze Ecke hinten tatsächlich machen, weil mir die Schwebestiefel fehlen. Wie lästig. Okay, ich wollte jetzt nicht unbedingt direkt in dem Sog landen. Okay, lass uns von dem Sog mitnehmen. War eigentlich jetzt nicht so geplant. Nehme ich aber auch. So. Fluss, warum bringst du mich nicht da vorne an die Seite? Ich weiß, du kannst das. Hallo? Bitte? Danke? Danke. Ist doch gar nicht so schwer. Man muss die Tech-Tides jetzt doch gar nicht nerven oder bedrängen. Ah, dann brauchen wir mal wieder explosive Sachen. Wir haben bald keine Deko-Nüsse mehr, fällt mir negativ auf. Jetzt haben die Viecher mich umgedreht und deshalb habe ich einen Deko-Nuss ins Nichts geworfen. Der Bombschuh ist im Nichts losgegangen. Hauptsache, ist nicht nervig oder so. Muss natürlich auch genau in dem Moment aus dem Wasser rauskommen, ne? So, sonst noch was zu sagen? Das war jetzt so auch nicht geplant. Hab gedacht, ich hätte noch ein anderes Item auf der Stelle. So. Dann halt so. Oh, meine Güte, was nervig dieses Vieh doch ist. So. Meine Güte. Der Raum. Es fällt auf, dass ich den Raum nicht aufmache, weil ich auch hier meistens die Eisen, die Schwebestiefel schon längst habe, um die Ecke hier hinten komplett zu überspringen. Denn wer will hier hinten in die Ecke reinlaufen? Ach, Wirbelattacke, bitte! Das Vieh ist eigentlich kein Problem und keinerlei Gefahr und überhaupt, aber wenn natürlich die Wirbelattacken nicht funktionieren und langsam einfach wie ein Vollidiot in der Gegend rumschwingt, dann werden sie halt nervig. Wow, in der Pearl ist nichts drin. Wahrscheinlich Bomben drin. Wäre jetzt meine Vermutung. Okay. Alles gut, Kevin, komm runter. Auch wenn der Seed dich heute nicht mag. Irgendwie kommst du da schon noch durch. So. Dann schieben wir mal das Ding an die richtige Stelle. Ich glaube, ich hätte das Puzzle einfach überspringen sollen und das Ganze einfach mit den Eisenstiefeln glitschen sollen. Statt irgendwas anderes zu machen. Aber jetzt sind wir einmal schon ganz durch. Der Raum hier existiert ja auch noch. Ich mach die Ecke hier hinten so selten. Was für Räume gibt es hier überhaupt? Was muss man hier überhaupt machen? So, zum Glück müssen wir nicht mehr großartig lange tauchen für irgendwas. Bei dem Schaden, den wir inzwischen genommen haben.
So, die Skulptur ist eine goldene Skulptur. Das heißt, wir müssen gleich auf jeden Fall zurücksetzen, denn wir kommen jetzt auf gar keinen Fall mehr irgendwo anders in den Dungeon rein. Weil wir vorne jetzt unseren letzten Schlüssel einsetzen müssen. Und vor allem, es war auch nur eine goldene Skulptur, also von daher, wen interessiert. So. Was finden wir hier hinten drin? Nur für den Fall der Fälle, dass hier vielleicht doch noch was Nützliches drin ist. Hier ist Eponas Lied drin. Das ist jetzt die große Frage. Brauchen wir Eponas Lied? Theoretisch könnte natürlich was auf dem normalen 1000 Britten- und Bogenschützenspiel drauf sein. Schwierige Frage. Ich glaube, wir merken uns einfach mal, dass Eponas Lied da unten drin ist. Ja, Eponas, da. Und kommen einfach irgendwann mal wieder, falls wir Dinge noch brauchen. So, dann müssen wir jetzt gucken, ob wir zu Darklink rüberkommen oder nicht. Nehmen wir am besten einfach nicht unter die Plattform drunter schwimmen lang, sondern tatsächlich hier raufgehen. Blöde Tech-Tights. Geben wir mal das Herz. Ja, jetzt müssen wir nämlich hoffen, dass die eine goldene Skulptur. Okay, das war jetzt so auch nicht geplant. Ich wusste nicht, dass man da einfach mal gegen die Wand springen kann. Okay, dass die eine goldene Skulptur in dem Raum vor Darklink, dass die einen kleinen Schlüssel hat. Denn ansonsten kommen wir zu Darklink nicht hin. Einfach vom Schlüssellayout her. So. Okay, jetzt aber. So viel auch zu, wir können es vielleicht vermeiden, einmal mehr das Wasser umzustellen. War eine Hoffnung. So. Schön, das Wasser wieder nach ganz oben. Und dann, wie gesagt, können wir mal schauen, ob die goldene Skulptur vor Darklink denn einen Schlüssel hat oder nicht. Ansonsten sind wir sehr keylocked hier drin und müssten quasi die Kiste mit Eponas Lied mitnehmen. Weil wir sonst sowieso nichts anderes Sinnvolles mehr finden. Wir brauchen noch einen weiteren kleinen Schlüssel nach dieser Tür hier, um zu Darklink durchzukommen. Und entsprechend zum Fluss unten. Ja, da vorne sehen wir nämlich schon die nächste verschlossene Tür. Dann schauen wir aber erstmal, was die Skulptur ist. Bevor wir uns jetzt großartig Gedanken machen. Und die ist tatsächlich ein kleiner Schlüssel. Okay, wir kommen also bis zum Fluss komplett unten durch. Und hier hinten haben wir dann ja noch drei Checks, von denen zwei kleine Schlüssel sein müssen. Aber einer ist ja vielleicht was Sinnvolles. Wer weiß. Wenn wir Glück haben, ist einer der Checks zumindest noch sinnvoll. Schauen wir mal. Auch den Raum kann ich nicht wunderbar kaputt schießen, wie ich das normalerweise tue, wenn mir die Schwebestiefel fehlen. Das ist so viel angenehmer, den kompletten Raum mehr oder weniger einfach überspringen zu können mit den Eisenstiefeln. Das ist so ein elendig lange dauernder Raum. Die ganze Zeit Wasserlevel hoch und runter setzen. Von einer Ecke in die nächste hochschotten. Wasserlevel wieder umsetzen. Das ist nicht besonders interessant, was man in dem Raum hier so macht. So, und dann wieder hoch. Und dann hochschalten wir uns hier rüber. Dann müssen wir das Wasser wieder runtersetzen. Wie gesagt, es ist unfassbar spannend, was man in dem Raum hier so macht. So, jetzt müssen wir das Wasser wieder raufsetzen. Puh. Das ist ein Puzzle für die Ewigkeit.
Okay, nette Vollheilung nochmal vor Dark Lang, der dann entsprechend mehr HP hat, als wenn wir mit Schaden reingekommen wären. So. Dann schauen wir mal, wie... Da ist gleich so ein Dark Lang plötzlich steht. Oh mein Gott, da steht ein Dark Lang. Und da würde ich sagen, da wird der Kampf gegen Dark Lang sowieso eine Weile dauern wird und auch der Rest von dem Dungeon hier zu holen nochmal ein bisschen dauern wird, machen wir mal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich Dark Lang bekämpfen werde. Bis dahin. Aloha.